Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Veolgy, mehr als Labormedizin. Erdnussallergie kann tödlich sein. Schon kleinste Mengen können bei allergischen Menschen schwere Reaktionen auslösen oder sogar einen Schock. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Erdnüsse, so wie Sie sie gerade im Bild gesehen haben, oder sogar nur der Staub davon, löst bei meinem ersten Studiogast extrem schwere Reaktionen aus. So, dass sie das ganze Leben muss auf die Allergie ausrichten. Wenn Sophie Anna von Waldkirch verreist, packt sie nicht nur Kleider ein. Ist sie fürs Architekturstudium unterwegs, kommen auch Lebensmittel, Geschirr und eine Kochplatte in den Koffer. Wenn ich zum Beispiel auf eine Seminarreise gehe mit der ETH, also dann gehen wir auch so in verschiedene Städte, quasi, um die Architektur vor Ort anzuschauen. Dann kann es sein, dass man wie jeden Tag die Stadt wechselt und dann hat man halt wie nicht Zeit, um gross irgendwie zu kochen. Und darum habe ich nachher eigentlich nehme ich so ein kleines Herdchen mit, eine Pfanne, das wichtigste Geschirr, um eigentlich mir am Abend schnell mal einen Reissalat zu machen, einen Nudelsalat oder einen Couscous. Und eigentlich der Tod nehme ich auch selber mit, dass ich das nicht organisieren muss. Also einerseits ist der Aspekt der Zeit, ich habe gar nicht Zeit, das zu kaufen. Und andererseits ist aber auch der Sicherheitsaspekt, weil ich die Produkte kenne. Sophie Anna von Waldkirch ist allergisch auf Soja, Hülsenfrüchte, Linsen, Cashewnüsse und sehr stark auf Kichererbsen. Und sie reagiert so heftig auf Erdnüsse, dass schon geringste Spuren davon drastische Folgen haben können. Wenn ich es über die Luft schmecke, dann reagiere ich eigentlich vor allem, dass es beißt mich sehr stark im Hals. Und ich komme auch Atemnot über, je nachdem, wie lange ich eigentlich exponiert bin. Aber eben das Gute ist, dass man den Wiege weglaufen kann, wenn man es schmeckt. Hingegen, wenn ich es essen würde, würde ich einen anaphylaktischen Schock bekommen. Also, dass ich wirklich sehr starke Atemnot, bis ich gar nicht mehr schnaufen kann und das Bewusstsein würde verlieren. Ja. Deshalb hat die 24-Jährige auch immer ihr Notfallset dabei. Mit Cortison- und Antihistamintabletten und 2 Adrenalinspritzen. Das ist das Allerwichtigste. Eigentlich. Also wenn ich es vergesse, dann gehe ich nach Hause holen. Also wenn ich das Handy oder das Portemonnaie vergesse, ist das gleich. Aber Notfallmedikament geht nicht. Das Umfeld von Sophie Anna von Waldkirch unterstützt sie. So verzichtete ihre Bezirksschule ganz auf Erdnüsse. Und auch das Architekturbüro, wo sie ihr Praktikum absolviert, tut es. Doch die Gefahren im Alltag lauern überall. Das ist so. Es gibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko, zum Beispiel im Zug, auf der Armlehne oder so. Aber ich schmecke es wahnsinnig gut. Also wenn ich zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wo es auch sehr viel Erdnüsse hat, durch Wege laufe im Zug, schmecke ich das auch, weil ich sofort, wenn irgendjemand Erdnüsse isst, und kann Wagen wechseln. Oder auch in einer Vorlesung, wenn jemand M&Ms isst, schmecke ich das meistens, bevor ich es sehe, wer es ist. Oder auch bei Aperos, also wenn ich eingeladen bin, muss ich das immer zuerst abklären, dass niemand irgendwie Erdnüsse oder Flips auftischt. Und im Ausgang, ja, tue ich das halt auch zuerst mit der Bar abklären oder einem Kollegen geht zuerst rein, schauen, ob es hat. Die Architekturstudentin, die auch auf Katzenhaare und Wespengift allergisch reagiert, lässt sich jedoch nicht unterkriegen. Was ich auch wichtig finde, zu sagen, ist, dass ich trotzdem sehr gerne esse und eigentlich sehr Freude habe am Essen, dass es für mich auch ein Genuss ist. Und das haben wir wie die Eltern quasi weitergegeben, dass man trotz der Allergie eigentlich sehr Freude haben am Essen. Haben Sie gewusst, dass Nahrungsmittelallergien so schlimm sein können? Und dann kommt noch dazu, dass ein Haufen denken, die Betroffenen die übertreiben masslos und werden zum Teil sogar gemobbt. Haben Sie Mobbing auch schon erlebt wegen dem? Nein, mein Umfeld ist eigentlich sehr verständnisvoll und meine Kollegen helfen mir auch häufig, zum Beispiel in der Weihnachtszeit zu schauen, wie irgendwo Erdnüsse sind. Aber was man halt schon immer wieder erlebt, ist, dass Leute sehen nicht so richtig wie glauben oder die sagen, ja, wir wollen ja nur Aufmerksamkeit oder wir wollen im Mittelpunkt stehen. Das gibt es schon, aber man härtet sich auch ein bisschen ab mit der Zeit. Mhm. Bei uns ist Frau Professor Barbara Palmer. Wie häufig reagieren die Leute so stark auf Allergen?
Wir haben in einer sehr grossen europäischen Studie über 8'200 allergische Reaktionen gegen Nahrungsmittel beobachten können. Und etwa jede 30. ist so stark verlaufen wie die bei der Sophie von Waldkirch. Also das ist recht massiv. Was sind denn sonst noch Symptome? Patienten entwickeln häufig ein Jucken an der Mundschleimhaut. Wir sagen dem orales Allergiesyndrom. Dann Hautbeschwerden, Nesselfieber, Schwellungszustand vom Gesicht, dann Schwellungszustand vom Kehlkopf. Das ist dann leider gefährlicher. Atemnot bis zum schweren Asthmaanfall, Blutdruckabfall bis zum anaphylaktischen Schock. Und was anaphylaktischer Schock ist, das sehen Sie jetzt gerade. Die häufigsten Auslöser von schweren Allergien sind Nahrungsmittel, Medikamente sowie Bienen- und Wespengifte. Die allergische Reaktion beginnt, wenn der allergieauslösende Stoff, also das Allergen, in den Körper eines sensibilisierten Menschen gerät. Das Immunsystem erkennt dieses Allergen nach einer Sensibilisierungsphase wieder und löst eine allergische Reaktion im Körper aus. Mastzellen werden aktiviert. Diese setzen Histamin, grün im Bild, und eine Vielzahl weiterer Botenstoffe frei, die verschiedene Beschwerden auslösen. Die besondere Gefahr besteht darin, dass bei einer Anaphylaxie mehrere Organe gleichzeitig betroffen sind. Frau Palmer, wie merkt man, wenn es zu einem so einem Schock kommt? Warnsymptome zum Beispiel ist genau das Beissen an der Mundschleimhaut. Entsprechend instruieren wir auch Patienten, instruieren, wenn sie zum Beispiel im Restaurant sind, essen und es beißt an der Mundschleimhaut, dass sie eigentlich sofort aufhören mit dem Essen und das, was sie im Mund haben, auch ausspucken. Andere Patienten entwickeln das Beissen von Handflächen, Fußsohlen oder Kopfhaut und dann fängt es schon bald mit den Hautbeschwerden an. Für das haben Sie eine Notfallmedikation immer bei sich. Sie haben uns so eine Pen mitgebracht, um zu zeigen, wie das geht, wenn Sie jetzt so einen Schock hätten. Was würden Sie machen? Das ist ein Test-EpiPen. Also das ist immer wichtig, dass man die rechte Hand hat und quasi mit dem Daumen zu den anderen Finger geht, dass man nicht irgendwie so hat, sondern wirklich so umschließt. Dann mit der anderen Hand der blaue Deckel wegnehmen, das ist echt die Sicherung. Und dann seitlich am Oberschenkel so reinstossen, 10 Sekunden drin behalten und dann einfach massieren, dass es verteilt und sofort die Ambulanz rufen. Haben Sie es schon mal brauchen? Nein, glücklicherweise nicht. Glück nicht. Behandlung gibt es eigentlich keine, nur Notfallmedikation. Was kann man denn machen? Einfach das Allergen vermeiden? Entschuldigung, leider. Wir haben keine Desensibilisierungsmöglichkeiten, wie jetzt bei Pollenallergiker oder Wespen-Bienengiftallergiker. Das heisst, der Patient muss das Nahrungsmittel meiden, muss instruiert werden durch die Ernährungsberatung wegen Gefahrenmahlzeiten und eben Notfallmedikamente inklusive Adrenalinspritzen mit sich führen. Sie können dann auch einen Provokationstest machen. Wir haben ein paar Bilder dazu. Um was geht es da? Wenn wir bei einem Patienten Hauttest oder Bluttest machen, dann heisst es nicht unbedingt, dass er wirklich allergisch auf das Nahrungsmittel ist. Mit dem Provokationstest können wir das belegen, also wirklich beweisen, er hat die Allergie oder es ausschliessen. Und wir kriegen wichtige Zusatzinformationen, nämlich vor allem, wenn es um die Dosis geht. Das heisst, wenn ein Patient erst auf eine Handvoll Erdnüsse allergisch reagiert, dann ist er ziemlich sicher, wenn es um Exposition zu Spuren zum Beispiel geht. Wenn er auf kleinste Mengen reagiert, dann muss er wirklich strikt alles meiden. Und das hat Ihnen im Alltag wirklich geholfen? Ja, das ist sehr hilfreich, wenn man weiss, wo Grenzen sind, ob man Spuren nehmen kann oder nicht. Das ist so, ja. Dankeschön vielmals, Frau von Waldkirch. Kinder mit Allergien haben es besonders schwierig, weil sie oft nicht ernst genommen werden. Und die Mutter von meinem allergischen Sohn ist bei mir, Angelika Dünner. Sie sind auch Mitgründerin vom Verein Erdnussallergie und Anaphylaxie. Was ist bei Ihrem Sohn passiert? Als unser Sohn knapp 3 Jahre alt war, durfte er das erste Mal ein Erdnüsschen essen. Und er hat eins und Kern gegessen, gesagt, es ist fein scharf. Und dann ist die Reaktion losgegangen. Und das war extrem eindrücklich. Er hat blitzartig Quaddeln bekommen, den ganzen Körper übersät. Er musste heftig brechen. Wir sind im Spital, der Kreislauf war betroffen. Seitdem
kenne ich den Begriff Anaphylaxie. Er ist also hochgradig allergisch und das hat natürlich Auswirkungen im Alltag. Und Sie engagieren sich für die Aufklärung in der Schule. Wie schwierig ist es jetzt durchzusetzen, dass eine Schule zum Beispiel erdnussfrei ist? Das ist sehr unterschiedlich. Es ist ganz wichtig, dass man das wirklich nur dann macht, wenn die Kinder hochgradig allergisch sind und das Allergen wirklich so meiden müssen. Und dann braucht es viel Verständnis, oft braucht es sehr viel Aufklärung. Und manchmal ist es, wie bei der Sophie von Walkirch, dass es wunderbar funktioniert, dass wir offene Menschen haben, die mit diesem Thema auch umgehen und diesen Kindern auch einen schönen Alltag ermöglichen. Aber manchmal ist es eben auch nicht, dass die Leute denken, die übertreiben oder die machen sonst etwas so falsch. Was machen sie dagegen? Sehr viel aufklären. Es gibt Workshop Anaphylaxie, wo wir auch anbieten mit der AH zusammen, wo dann die Lehrpersonen können machen. Manchmal tun wir die schulärztlichen Dienste einschalten, dass die uns helfen, dann eigentlich mit der Schulleitung, mit den Lehrpersonen für das Kind ein sicheres Umfeld zu bewirken. Danke schön vielmals, Frau Dünner. Super. Und Frau Dünner hat noch ganz viel zu erzählen. Wer sich also interessiert für Nahrungsmittelallergien, der schaut am besten bei uns auf der Webseite. Ich habe nämlich noch ein Zusatzinterview dürfen machen mit ihr. Kinder, die allergisch sind auf Nahrungsmittel, haben meistens schon Probleme als Baby. Wir haben eine betroffene Familie besucht, wo der Sohn allergisch reagiert auf das Eiweiß von Hühnereiern. Mittagessen bei Familie Strebel. Es gibt Spaghetti Carbonara, ein Gericht, das für gewöhnlich mit Ei gekocht wird. Bei uns lassen wir einfach das Ei weg. Also sprich, es sind eigentlich Spaghetti mit einer Schinkenrahmsoße. Das haben alle gern und ist zügig gemacht und werden alles satt. So können Mark und Schwester Dana gemeinsam essen. Denn der 10-Jährige ist seit Geburt allergisch auf Hühnerei-Eiweiß. Marion Strebel weiß zwischenzeitlich genau, wie sie ohne Eierprodukte kochen kann. Eine mediterrane Küche, man hat das Fleisch, den Fisch, eine Stärkebeilage und ein bisschen Gemüse und Salat. Da braucht es kein Ei dazu. Was schwieriger ist, ist die ganze Geschichte mit den Süßigkeiten, mit dem Gebäck. Es gibt ganz viel Gebäck, das ohne Ei auskommt. Wenn man das zu Hause leben kann, ist das gut. Auswärts gehen wird dann schwieriger. Mark, der auch auf Erdnüsse und Tierhaare allergisch reagiert und zudem auch Asthma hat, ist sich seiner Allergien bewusst. Man kann beim Bäcker nicht einfach reinlaufen und sagen, ich will jetzt das und dann kann ich es nehmen. Dann muss ich immer noch schauen, hat es jetzt drin, hat es jetzt keine drin, das kannst du nicht essen. Oh Mann. Manchmal ist es blöd, aber man gewöhnt sich daran. Ich kann jetzt seit ich klein bin kein Essen, aber man gewöhnt sich daran. Eine erste allergische Reaktion machte sich bei Marc 3 Monate nach der Geburt bemerkbar. Neurodermitis. Dass sich so Blasen gebildet haben, Bückeli. Es hat ihn gejuckt, offensichtlich, im Gesicht. Ist dann aber auch über den Hals, über das Dekolleté, an den Rumpf, weniger dabei. Eigentlich Oberkörper. Der Ausschlag verschlimmert sich. Eine Allergieabklärung bringt Klarheit. Mark ist auf Eiweiß in der Säuglingsmilch allergisch. Die Blutbilduntersuchung zeigt auch an, dass er Allergieantikörper gegen Hühnereiprotein bildet und wahrscheinlich eine Allergie besteht. Also so am Anfang war das halt ein Schock, dass die ganze Diagnose im Raum steht. Und dann haben wir auch aber vom Kinderspital Ernährungsberatung bekommen. Und sie haben uns gesagt und gelernt, was wir da schauen müssen und wo auch die versteckten Sachen drin sind, wie in der Mayonnaise oder so. Und dann hat man relativ schnell gelernt, leben mit dem. Mark wird fortan mit hypoallergener Milch ernährt. Seit dem ersten Lebensjahr trinkt er Sojamilch. Das tut er heute noch, obwohl die Allergie auf Milcheiweiß nach verschiedenen Provokationen inzwischen ausgewachsen ist. Seit kurzem isst Mark regelmäßig Löffelbiskuits, die eine geringe Menge verbackenes Ei enthalten, um möglichst bald auch eine Toleranz von gekochtem Ei zu erreichen. Und jetzt haben wir für die Haie so wie einen Behandlungsplan bekommen. Also er muss Löffelbiskuit essen jeden Tag, bis maximal 2. Und in einem halben Jahr werden wir wieder einen Termin haben und dann wird man weiter schauen.
Frau Palmer, wann darf man eigentlich anfangen mit Nüssen oder Milch oder Eier bei Kleinkindern? Wir empfehlen das Kind, das allergiegefährdet ist, das also Allergiker als Eltern oder Geschwister hat, genau gleich zu ernähren wie jedes andere Kind auch. Mhm. Das heisst, 4 Monate stillen und dann einen altersgerechten Ernährungsaufbau. Also gar nicht unterscheiden quasi. Nein. Wachsen Kinder aus Allergien raus? Ja, man redet so von einem natürlichen Nahrungsmittelallergieverlauf. Das heisst, Kinder, die Kuhmilch oder Eiallergie haben, die verlieren die Allergie zum Glück meistens wieder bis zum Schulalter, also etwa 80%. Bei den Nüssen und Erdnüssen ist das leider anders. Dort ist die Chance, dass man die Allergie wieder verliert, um die 20%. Also häufig ist das ein lebenslängliches Phänomen. Also man muss dann quasi wirklich damit leben. Genau. Bei den Nahrungsmittelallergien gibt es ja häufig auch Kreuzreaktionen mit Pollen. Warum eigentlich? Also 20% der Schweizer Bevölkerung hat Antikörper gegen Birkenpollen und die Hälfte sind Birkenpollen allergisch und 80% von denen entwickeln eine Kreuzreaktion vor allem auf pflanzliche Lebensmittel wie Kern- und Steinfrüchte und Gemüse und Nüsse. Das heisst, etwa 6% der Schweizer entwickeln so eine Allergie und die Ursache ist, dass in den pflanzlichen Lebensmitteln und in den Birkenpollen Allergen vorkommen, die sehr ähnlich sind. Und so entsteht Kreuzreaktion. Gibt es wegen dem immer mehr von diesen Allergien? Also mit der Zunahme des Heuschnupfen ist natürlich diese Art von Allergie ist auch zunehmend. Ja. Mhm. Dankeschön vielmals, Frau Palmer. Und weitere Informationen finden Sie bei uns auf der Webseite, unter anderem auch Broschüren über Nahrungsmittelallergie. Zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen werden neben einer Gesprächstherapie oft auch Medikamente eingesetzt. Die Frage ist einfach, wie unbedenklich sind Psychopharmaka? Obwohl Rikonil über seine berufliche Tätigkeit als Neurobiologe mit Schwerpunkt Psychopharmaka oft mit Burnout-Situationen in Kontakt kam, fiel er aus allen Wolken, als er unvermittelt selbst in eine schwere Depression stürzte. Ich bin einen Tag, nachdem ich die Diagnose dann hatte, eigentlich schon mit Medikamenten versorgt gewesen, nach einem natürlich ausführlichen Eingangsgespräch, diagnostischen Gespräch auch. Und habe dann vor allem Schlafmittel bekommen, weil ich ewig lang nicht mehr schlafen konnte. Und ein Antidepressivum. Schlafmittel und Antidepressiva gehören in die Gruppe der Psychopharmaka, die bei vielen psychischen Problemen zur Anwendung kommen. Zum Beispiel zur Behandlung von Angstzuständen, zur Behandlung von depressiven Zuständen, zum Beispiel für Behandlung von Denkstörungen, Konzentrationsstörungen, auch zum Beispiel von Verwirrtheitszuständen, auch Schlafstörungen können mit Psychopharmaka behandelt werden. In der Regel beginnt die Behandlung bei leichteren Symptomen mit Psychotherapie und sozialer Unterstützung. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, kommen Psychopharmaka zur Anwendung. Oft müssen Patienten aber intensiv darüber aufgeklärt werden, weil sie nicht akzeptieren, dass ihre psychischen Symptome so gebessert werden können. Das hat etwas mit der Stigmatisierung zu tun, also mit, auch mit der Diskriminierung von psychischen Erkrankungen. Das führt dazu, dass psychische Erkrankungen häufig gar nicht als Krankheit akzeptiert werden. Das hat wiederum damit zu tun, dass wenn man ein Medikament gegen etwas, das man gar nicht akzeptiert als Erkrankung gibt, dann das Medikament irgendwie grundsätzlich in Frage gestellt wird. Obwohl die heutigen Psychopharmaka generell sehr gut vertragen werden, ist die Angst der Patienten vor Nebenwirkungen noch immer groß. Gewisse Patienten sind mehr anfällig oder sensibel auf gewisse Nebenwirkungen und andere auf andere. Das heisst, da muss man in der klinischen Behandlung versuchen, ganz eine individualisierte, auf den einzelnen Patienten maßgeschneiderte Therapieform oder auch Kombination von Medikamenten zu finden. Und häufig lässt sich das finden. Ja, ich bin offenbar relativ robust gegen Nebenwirkungen. Also ich habe eigentlich nicht viel gemerkt,
Vom Schlafmittel weiss ich noch, hatte ich sehr so einen metallischen Gau im Mund. Der war sehr unangenehm am Morgen, wenn man verwacht ist. Der Patient und der Therapeut, der Doktor, sollten sich bewusst sein, was ist eigentlich die Zielsetzung auf der einen Seite, welche Symptome möchte man verbessern oder günstig beeinflussen und wie viel ist der Patient, Patientin bereit, sozusagen dafür zu gehen. Oder wie viele Nebenwirkungen nimmt jemand in Kauf, um eine andere Wirkung zu erzielen. Und noch etwas treibt die betroffenen Patienten um. Die Angst vor Medikamentenabhängigkeit. Obwohl diese nur auf die Gruppe der Schlaf- und Beruhigungsmittel, die sogenannten Benzodiazepine, zutrifft. Das sind Substanzen, die eigentlich Abkömmlinge sind vom Valium. Die wirken sehr gut gegen Angstzustände, gegen Unruhezustände. Auch zum Schlafen wirken sie sehr gut. Aber wenn sie zu lang und unkontrolliert angewendet werden, können sie zu Abhängigkeit führen. Zu einer körperlichen Abhängigkeit, aber auch zu einer psychologischen Abhängigkeit. Um dies größtmöglich zu verhindern, ist es wichtig, die körperlichen Grundvoraussetzungen der Patienten bei Therapiebeginn seriös abzuklären und den Anteil von Psychopharmaka am Heilungsprozess möglichst tief zu halten. Ein wichtiger Therapiebaustein ist immer auch die Gesprächstherapie. Menschen mit Depressionen kriegen Hilfe beim Verein Equilibrium. Und die Webseite heisst dort depressionen.ch. Ohrenweh ist blutend. Wenn aber sind Ohrenschmerzen wirklich gefährlich und was kann man dagegen machen? Das weiss der Apotheker Beat Witwer. Bei Ohrenweh gibt es ganz einfache Mittel, die erstaunlich gut wirken. Wir sind in der Schlossapotheke zu Laupen im Städtli. Das ist ein Ort zwischen Freiburg und Bern. Wenn einem die Ohren wehtun, dann macht man von Vorteil einen einfachen Test. Man drückt auf den Teil vom Ohr drücken. Wenn der schmerzhaft ist, dann wissen wir, dass es den äußeren Teil vom Ohr betrifft. Dann müssen wir noch wissen, dass der Trommelfell nicht durchlöchert ist. Und das machen wir mit dem Schnitztest. Der geht so, dass ich die Nase zu habe, Druck aufs Trommelfell geben, wie wenn ich schnitzen will. Wenn es nicht pfeift oder rasselt, weiss ich, dass ich hier nicht vorne Tropfen anwende. Ganz ein gutes Mittel, das uns auch unsere Mutter gemacht hat, das sind die Zwiebelnwickel. Man tut die Zwiebeln fein hacken, man nimmt einen schönen alten grossen Nasenlumpen, tut die Zwiebeln rein und mit dem ganzen Gewicht drauf umdrücken, um die ätherischen Öl freizusetzen. Diesen Umschlag den tut man dann aufs Ohr. Und ganz einfach kann man den mit einem Netzverband befestigen. Geht das so für euch? Ja, das ist gut. Was wirkt bei diesen Zwiebelnwickeln? Das sind die ätherischen Senföl. Die desinfizieren. Die lässt man etwa 10 bis 20 Minuten drauf. Tut das vielleicht im Tag noch 3 bis 4 Mal wiederholen. Wenn diese einfachen Möglichkeiten nach 3 bis 4 Tagen nicht helfen, dann ist es etwas, das man vom Doktor abklären muss. Das war es wieder für heute. Gänse Sorge zu sich und Adi Menand. Schadstoffe von Zigaretten gelangen über die Lunge ins Blut und werden mit dem Urin ausgeschieden. Teile dieser Schadstoffe bleiben in der Blase liegen und führen langfristig zu Blasenkrebs. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Viogé, mehr als Labormedizin,